Ja, hallo zusammen. Willkommen bei meinem neuesten Video. Heute mal ein kurzer Anspieler, eigentlich nur aus aktuellem Anlass. Und zwar gibt es jetzt ganz neu auf den iOS-Geräten Mario Kart Tour, nennt sich das. Ist ganz brandneu draufgekommen. Ich will es einfach mal mit euch kurz anspielen. Ich habe hier die Game Chapter Karte angeschlossen, aber leider habe ich noch so ein Zwischending, um dann das Signal von dem Handy auch auf den Computer zu spielen. Und da fehlt mir der Ton. Da habe ich noch gar keine Lösung für. Deswegen müssen wir es leider ohne Ton spielen, aber lasst euch überraschen. Und soll auch nur ein kurzes Video sein. Einmal kurz reingucken, ein bisschen schauen, wie das funktioniert. So, da sind wir schon auf dem Handy und starten einmal durch. Das Spiel wird hier hochkant angeboten, was natürlich für mich jetzt erstmal ungewöhnlich ist von dem Handling her, aber wir kommen bestimmt schon klar. Dann gibt es ein paar kleine Hinweise und wir sollen als erstes mal mit Fahren üben. Wir machen mal einfach, da ich selber noch hier so kein Profi bin. Jetzt können wir uns anschauen, wie wir das steuern können. Das scheint ja sehr einfach zu sein. Mal schauen wir mal. Und legen einfach mal los. Ah, da will er schon losdriften. Und gucken mal, wie gut wir da klarkommen. So, fahre nach links und rechts. Ja, das mache ich ja gerade. Dann wollen wir doch auch mal schauen. Toll! Ah, ich habe einen Toll bekommen. Ist ja nicht toll, dass ich einen Toll bekommen habe. Hurra! In dem roten Balken steht also auch bei mir auf dem Display nichts. Nicht, falls ihr euch wundert, warum da so ein roter Balken unten ist, ohne irgendwie Bezeichnung. Oh, jetzt wird schneller. Okay, das war natürlich knapp. Ich sag mal, mit hin und her bewegen wäre es mir fast lieber gewesen von der Steuerung. Denn dauerhaft den Finger hier drauf zu haben, muss man wahrscheinlich auch erstmal üben. Ne? Also man geht automatisch mit dem Handy so ein bisschen hin und her. Wird aber wahrscheinlich nicht allzu viel bringen. Von daher ist es gar nicht so einfach. So, Bildschirm antippen, um Items einzusetzen. Ne? Probieren wir nochmal. Ah ja, da habe ich jetzt die Schildkröte geworfen. Probieren wir nochmal. Kann ich nochmal? Ne, habe ich nicht. Hol dir den Platz 1. Ja, kann ich mal probieren. Ich habe jetzt oben, habe ich ja den Zufallsgenerator und jetzt habe ich den Turbo gezündet. Die rote Schildkröte verpasst mir hier ein Turbo. Ey, super, jetzt fliege ich auch noch. Das ist natürlich wunderschön. Jetzt hauen wir gleich mal den Turbo raus, wenn wir hier auf der geraden Strecke sind. Zack. Und hoffen, dass wir das hinkriegen. Jo, das sieht doch gut aus. Und dann gehen wir gleich dann nochmal den Turbo. Er hängt mir ja immer noch am Popo. Zack, wunderbar. Jetzt habe ich... Mist, jetzt habe ich zu viel weggeschmissen. Habe ich nicht nur den Turbo, sehr gut, jetzt habe ich ja meinen gewohnten Schutz. Das heißt, wenn jetzt irgendwelche Kollegen hier mich anrammeln wollen, dann bin ich gut beschützt. Ja, schön, das sieht doch sehr gut aus. Hab tatsächlich mit meinen Minimalfähigkeiten hier den ersten Platz erreicht. Spitzenleistung, das muss gefeiert werden. Zünde die Röhre und halte eine wohlverdiente Belohnung. Ja, genau. Man kann mit der Röhre hier, Moment, das muss ich so ziehen, kann man sich zusätzliche Belohnung holen. Schade, dass wir keinen Ton haben, das fehlt jetzt hier echt. Bowser-Panzer, sehr schön. Alles die bekannten Item, also hier muss man nichts vermissen. Also das Spiel wurde sehr gut umgesetzt, würde ich sagen. 1:1, jetzt soll ich was runterladen, Update. Aha, okay. Während Download trainieren, ja, würde ich sagen, ne? Können wir noch weiter trainieren. Damit wir weitermachen können. Witzig ist ja, ich habe gerade erst die App runtergeladen, jetzt will er schon das erste Update runterladen. Ist natürlich interessant. Ne? Warum macht man sowas? Keine Ahnung. Wahrscheinlich um den ersten Spaß nicht so sehr zu belasten. Ne? Kann natürlich sein. So, jetzt mal gucken, ob ich hier die Kurve kriege. Also gezielt auf die Münzen zu fahren, das muss man, glaube ich, doch sehr genau üben. Ich kann aber durch antippen und wieder loslassen. Ah, Mist, kann ich das hier noch ein bisschen steuern? Probieren wir mal. Ah, sehr gut. So.
Ich darf natürlich nicht tippen, wenn ich Items habe, wie jetzt, den Turbo Booster. Den nehmen wir jetzt mal gleich in der Kurve. Oder ist der Turbo Booster, ne? Jo. Na, ach nee, da schmeiße ich den weg. Okay, da muss ich noch üben. Ich habe die nicht mehr so in Erinnerung, ist ja schon lange her, als ich das letzte Mal gespielt habe. Da weiß man natürlich, die geneigten Spieler wissen natürlich ganz genau, was da an Items an einem dranhängen und wie man die einsetzen kann. Ne? Das ist natürlich für mich jetzt hier, wo ich das ewig Zeit nicht mehr gespielt habe, noch ein bisschen Übung. Ah, okay, jetzt habe ich geübt und jetzt will er das Update einspielen. Und es spielt, Spiel wird gestartet. Also ich habe hier das auf einem iPhone X, erste Generation, also iPhone 10. Der Marcel, der hat es auf seinem iPhone 7 berichtet und er berichtet davon, dass das sehr heiß wird in der Nutzung. Da müssen wir natürlich gucken. Ah, jetzt haben wir hier tatsächlich so die ersten Touren freigeschaltet bekommen und dann kann ich hier die ersten Sachen auswählen. Wähle Fahrer, Fahrzeug und Gleiter sorgfältig aus. Ja, wir wollen natürlich jetzt nicht viel rummachen. Wir machen einfach mal, oder? Kann ich das so auswählen? Zack. Ich nehme irgendwas. Ja, ist doch klar. Teilnehmer werden geladen. Ah, ich streame hier eine Online-Session. Das ist ja sehr interessant. Da bin ich mal gespannt, ob es da Mitbewerber gibt. Tatsache, zack. Und sogar aus allen Herren Ländern, wie man sehen kann. Das heißt, wir sind hier sofort da im maximalen Konkurrenzkampf. Oh, da bin ich jetzt ja gut abgegangen, aber ich fürchte, die anderen gehen auch alle ganz gut ab. Zack. Sehr schön, sehr schön. Ein bisschen rummeln. Zack, zack. Erster Item ist auch da. Gleich. Was haben wir denn da bekommen? Jetzt müssen wir hier direkt aufpassen. Oh, das sieht natürlich nicht so gut aus, wenn man über so einen Baumstamm fährt. Aber erster Item ist da. Ich habe einen Pilz. Ich glaube, mit dem Pilz kann ich den anderen abschießen. Jetzt bin ich selber abgeschossen. Das ist natürlich sehr negativ. Also ballern wir mal die Dinger hier raus. Zack, zack. Habt ihr gesehen? Haha. So sieht das aus. So muss das laufen. So, wenn ich sehe oder ich vermute, die anderen sind genauso Anfänger wie ich. Nee, wir gehen. Oh, zu spät. Ist aber zu wenig Schwung. Doch, haben wir. Ah, Banane können wir hinterlassen. Dann machen wir das doch mal. Banane ist klar, die schmeißen wir schön nach hinten. Uah, jetzt müssen wir aber Arsch um die Kurve rum. Haben wir kein Item. Zweiter, sehr gut. Bams, weg mit dir, Mario. Was willst du da? Ich bin jetzt hier der Boss. Ich bin der Boss, nicht du. Geh weg, ich bin schneller als du. So, und, ja, jetzt aber volle Kanne. Ist da gerade einer vor mir abgegangen, kann das sein? Ich bin aber noch an erster Stelle, sehe ich gerade. Oben links steht, ich bin an erster Stelle. Ich bin der erste Stelle, Mann. Kann nicht sein, dass ich nur mit Anfängern zu tun habe. Ich bin auch der totale Anfänger. Was soll ich denn? Kann da echt nicht wahr sein, dass es noch mehr Anfänger gibt als mich. Da war eine Banane, da müssen wir natürlich aufpassen. Jetzt habe ich den Turbo Booster verpasst, aber noch ist unsere erste Stelle anscheinend nicht bedroht. Die sind aber hinter mir, wie man gut sehen kann. Ich bin fertig. Ich habe gewonnen. Das ist ja cool. Das habe ich tatsächlich gewonnen. Bin doch eigentlich totaler Anfänger. Ja, da gibt natürlich ordentlich Punkte. Das ist super. Ja, das war es vielleicht auch schon mit dem kurzen Video. Ich wollte es ja noch mal ganz kurz angespielt haben. Also super, ich glaube, da werden wir öfter spielen. Für alle, die natürlich Spaß damit haben, hat uns ja auch mich in der Kindheit begleitet. Die Generation nach mir noch viel mehr. Ne? Also von daher, Daumen rauf. Habt euch gut was einfallen lassen. Ich bin gespannt. Die letzte Umsetzung von Nintendo auf dem Mario-Umsetzung auf dem iPhone fand ich nicht so gelungen. Ich weiß jetzt allerdings nicht gerade, welche das war, aber ist egal. Ne? Also von daher. Sollte euch das Video gefallen haben, gerne Daumen rauf. Ansonsten kann er abonnieren nicht vergessen. Abo, Abo, Abo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.